Herzlich willkommen bei Bildung at Home. Seit etlichen Jahren biete ich an der Volkshochschule die Kurse Porträt, Selbstporträt in Ölmalerei an und heute möchte ich das hier zeigen. Ich habe überlegt, welches Porträt ich nehmen möchte und bin dann auf die Entscheidung, habe die Entscheidung getroffen, eine Skulptur zum Leben zu erwecken. Es ist ein Foto einer Skulptur, die ich als Vorlage habe und die wird jetzt umgesetzt. Sie können sich überlegen, was Sie gerne möchten, ob Sie sich einen Spiegel aufbauen und sich selber porträtieren oder aus einem Bekanntenkreis, Freundeskreis oder auch jemanden ganz Fremdes eine schöne Vorlage haben, ein Foto, was Sie haben, wo Sie drauf gucken können und ein schönes Bild machen können. Es ist altmeisterlich, eine altmeisterliche Technik. Ich würde sagen, man kann sich eine Brille aufsetzen, dann hat man einen Filter vor Augen und es ist, hat gleich einen altmeisterlichen Touch. Sie können aber auch gleich altmeisterlich malen und das zeige ich heute, wie es geht. Als erstes müssen wir uns eine Leinwand zuschneiden. In der Größe wie Sie das brauchen. Ein Keilrahmen geht natürlich auch, ein fertiger. Den hatte ich jetzt gerade nicht. Wenn Sie eine Leinwand nehmen und sich die zuschneiden, dann haben Sie hinterher auch schöne Möglichkeiten, die auf jedes andere Maß zuzuschneiden. Um Ihnen das ganz leicht zu machen, zeige ich Ihnen nun eine Möglichkeit, wie Sie am besten das Bild übertragen, ohne lange daran arbeiten zu müssen. Mit einem schönen dicken Bleistift werden Sie Ihre Fotografie, die am besten ist natürlich, wenn Sie das kopiert haben, dann bleibt die Fotografie auch erhalten. Wenn Sie von hinten eben das Papier einstreichen, das ist jetzt kein spezieller Bleistift, nur ein sehr, sehr dicker, den ich gerade geschenkt gekriegt habe, der selbst gemacht ist. Da habe ich mich total drüber gefreut. Deswegen will ich ihn hier gleich ausprobieren. Alles. Dann legen Sie das auf Ihre Unterlage, schauen schon, dass Sie den Ausschnitt finden. Und dann muss das mal eben festgeklebt werden, damit Ihnen das während des Durchpauschens nicht verrutscht. Sie können einen spitzen Bleistift nehmen oder ich habe jetzt hier gerade so einen Schaschlikspieß. Und dann übernehme ich einfach mal eben die Outlines.
Zwischendurch gucke ich mal, ob das auch klappt. Ja, klappt. Gut, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Da oben habe ich kein Bleistift hingemacht. Das drückt nicht durch, das ist aber nicht schlimm. Ich übernehme nur das Wichtigste. Dann kann man das lösen. So, dann habe ich einfach nur ein Brett als Unterlage. Nur fest, damit da mich das gleich nicht stört. Das ist jetzt an der Reihe. Jetzt nehme ich meinen Lieblingsbleistift. Haben Sie auch einen Lieblingsbleistift? Wenn nicht, dann müssen Sie mehr zeichnen. Radiergummi bauen Sie. Und das ist jetzt der wichtigste Part, eine gute Zeichnung. Kontrollieren Sie alle Linien, die Sie gezogen haben, und gucken Sie, ob Ihnen das so gefällt. Oder ob Sie vielleicht was verändern wollen. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt einen HB-Bleistift. Gerade hatte ich einen 5B. Wenn Sie ein Porträt ohne so eine Vorlage machen, dann geht es im Grunde genauso. Sie müssen nur genau gucken und jede einzelnen Teile im Körper vermessen. Am Anfang wird nur gemessen. Da zeichnen Sie noch kein schönes Gesicht, sondern Sie messen die Verhältnisse zueinander. Bei mir im Kurs gebe ich diesem Zeichenanteil einen ganz großen Raum. Da sollen Sie sich ganz viel Zeit mitlassen, damit Sie wirklich eine Zeichnung als Basis haben, die Ihnen gut gefällt. Denn Korrekturen können Sie nicht mehr vornehmen in der Malerei. Damit verändern Sie
das Gesicht nicht mehr. Da wird dann nur noch, da kommt dann ja nur noch die Farbe drauf. Von wegen Zeit in meinem Kurs. Der Kurs bietet immer Wochenendkurse an. Da haben Sie für diese Art jetzt 20 Stunden Zeit. Ich versuche das jetzt in einer Stunde Ihnen zu zeigen. Also das wird ein Zeitraffer-Video. Aber nicht, dass wir auf irgendeine Taste drücken, sondern dass ich das einfach ganz schnell mache. Damit Sie mal alles sehen, wie es geht und wie es aussehen könnte. Jedes Teil im Bild müssen Sie verstehen. Selber verstehen, wie funktioniert das jetzt? Was ist damit gemeint? Das Ohr, da bin ich jetzt gerade bei. Das gefällt mir so noch nicht so gut. Da muss ich noch ein bisschen was dran verändern. Wenn Sie zeichnen auf einer Leinwand, dann drücken Sie nicht doll auf, damit Sie radieren können. So, die Frisur gefällt mir nicht so gut. Was mache ich ihr denn mal? Können Ihre Hilfslinien auch ein bisschen reduzieren, ein bisschen wegradieren. So. Ein Tuch auf und ich mache hier glaube ich auch lange Haare. Genau.
So. Ich werde die Zeichnung jetzt einsprühen. Das bedeutet, dass ich die Zeichnung gerne möchte, dass sie stehen bleibt. Und deswegen muss ich sie fixieren, weil im nächsten Schritt werde ich mit Wasser arbeiten und Acrylfarbe. Und das bedeutet, dass es nass wird und dann würde die Bleistiftzeichnung verlaufen. Deswegen sprühe ich das eben ein. Nicht viel. Ein ganz bisschen eben. Genau, und dann werde ich gleich nochmal eben drüber föhnen, damit das auch trocknen kann. So. Also, die altmeisterliche Technik zeichnet sich aus, dass sie durch Lasuren gemacht wird. Und meine Technik hier ist jetzt mit modernen Hilfsmitteln, dass es schnell trocknet, dass sie es auch hinbekommen, innerhalb des Kurses ein Bild fertig zu kriegen, dass es trocknen kann. Und die zweite, allerwichtigste Information ist, dass wir ohne Weiß malen werden. Wir werden die Helligkeit der Leinwand nutzen. Ein bisschen Wasser wird gebraucht. Und nun kommt die erste Imprimatur. Jetzt werde ich immer gefragt, welche Farbe nehme ich zuerst? Eigentlich ist das egal. Ich fange jetzt mal mit Weiß mit Gelb an. Auch da, Sie brauchen nicht jede Farbe nehmen, aber irgendwas muss ich ja jetzt zeigen. Also fange ich an mit Gelb. Ich nehme Wasser und nehme das Gelb. Wenn Sie sich ganz unsicher sind, was jetzt passiert, fangen Sie im Hintergrund an. Wichtig ist, dass Sie ein Papier in der Hand haben. Und auch einen Pinsel in der Nähe, den Sie benutzen können, um zu viel Farbe wieder runterzuholen. Also im Hintergrund würde ich Ihnen empfehlen, anzufangen. Wenn ich hier was runterhole, dann ist es wieder fast weg. Genau diesen Effekt, den will ich erreichen. Ich nehme jetzt aber mal doch ein bisschen kleineren Pinsel. Zuvor müssen Sie, jetzt geht es nur um Licht und Schatten, jetzt müssen Sie entscheiden, von wo kommt das Licht und wo ist die Schattenseite. Hier habe ich dann auf der Vorlage das schön zu sehen, dass tatsächlich auf der rechten Seite das ganz hell ist und auf der linken Seite ist es dunkel. Und hier zwischen sind überall helle Flächen und die muss ich im Detail auch finden. Und immer wieder von der Farbe befreien, so dass ich die Helligkeit auch immer habe, zu jeder Zeit. Bleibt Ihnen die Acrylfarbe zu lange auf der Leinwand, dann bleibt sie da. Also Papier in der Hand, damit Sie es jederzeit wegnehmen können. Das Augenweiß würde ich nicht unbedingt übermalen. Das lassen Sie mal lieber gleich ganz weiß oder so ganz bisschen. Dazu habe ich dann hier auch noch Watte, damit man da auch das Weiß wieder erhalten kann, indem man dann eben die Farbe wieder runterholt. Jetzt werde ich mal loslegen. Ich könnte natürlich jetzt ganz viel erzählen, warum Gelb, warum jetzt und das mache ich auch in den Kursen.
Das kann ich Ihnen alles genau im Detail erzählen. Ich will auf jeden Fall, dass es mitwirkt. Weil das Schöne an Öl, an Ölfarbe ist ja, oder an Lasurtechnik mit Öl, dass sie transparent bleibt. Das heißt, die Farben, die ich jetzt als Imprimatur aufsetze, die wirkt die ganze Zeit mit. Jetzt noch mal ein bisschen Wasser ins Tuch getan, weil das tatsächlich schon trocken ist und ich wollte eigentlich nicht ganz so viel Gelb haben auf dieser Gesichtshälfte. Und ich finde auch das Ohr gerade nicht so gut. Ich gucke mal, wir können ja mal ausprobieren, ob man jetzt noch was wegradieren kann. Ah, es geht noch. Reduzieren. So, wichtig. Nase, Mund. Die Unterlippe ist auch generell immer heller als die Oberlippe. Auge. Augenbrauen. Tja, den Hals dürfen wir jetzt nicht vergessen. Es geht im Prinzip nur um Licht und Schatten. Ich modelliere Licht und Schatten. Die Zeichnung, die steht, die wird jetzt nicht mehr verändert. Welche Pinsel sollten Sie nehmen? Kaufen Sie gutes Werkzeug. Vielleicht Stück für Stück. Einen guten Pinsel, zwei gute Pinsel, einen großen, einen kleinen. Und wenn Sie dann malen, dann merken Sie, jetzt wäre schön, einen mittleren Pinsel zu haben. Kaufen Sie sich keine Billigpinsel. Können Sie eigentlich ziemlich schnell wieder wegschmeißen. Keine Sorge, das Bild wird nicht am Ende gelb sein. Es ist eine Imprimatur. Das Einfügen geht noch. Manchmal geht es, manchmal nicht. Die Bleistiftlinie noch wegzumachen. Die VHS hat jetzt, stellt die den Dozenten und den Kursteilnehmern eine VHS-Cloud zur Verfügung. Das ist eine ganz feine Sache. Da können Sie dann, wenn Sie bei mir im Kurs sind und sagen, Sie möchten Zugang haben, dann können Sie da rein und dann haben diese Inhalte, die kriegen nur Sie, die anderen Kursteilnehmer und ich. Da kann ich dann tolle Sachen reinstellen, Materialvorschläge. Sie können sich als Kursteilnehmer, wenn Sie wollen, untereinander unterhalten. Prima Sache, ganz neu, funktioniert. Muss man nicht, kann man machen. Ist keine Voraussetzung.
So, dann werde ich gleich nochmal föhnen. Warum? Damit die Acryl-Lasurschicht in Gelb jetzt trocken wird. Und sie hält. Denn, was passiert? Trockene Acrylfarbe, die geht nicht mehr runter. Ich könnte jetzt auch eine Pause machen, aber ich möchte, dass das fix weitergeht. Das Kabel ist nicht ganz bis zu Ende. Gefallen. Das heißt, ich nehme Blau. Welches Blau nehme ich mal? Ich bin noch bei Acrylfarbe. Ne? Übrigens, das wissen Sie sicherlich, Ölfarben kann man auf Acryl malen, aber nicht Acryl auf Öl. Das würden Sie schon merken. Also halten Sie Ihr Tum ruhig getrennt voneinander. Naja, irgendwann werden Sie es merken, wenn Sie auch mit Acryl auf Öl malen wollen. Das geht nicht. Woran liegt das? Aber ich glaube, das kriegt man irgendwann raus. Ich setze jetzt noch ein bisschen mehr Schatten. So. Halten Sie immer einen Blick, von wo das Licht kommt. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen genauer werden. Sie sehen, dass ich die Acrylfarbe die ganze Zeit verdünne, weil ich möchte ja nicht, ich möchte das lasiert haben und nicht eine pastose, dicke Acrylschicht.
Waffeln. Benutze ich noch mal ein Orange, geht auch rot, weil sie haben ja auch gelb auf der Palette, dann können sie sich auch orange anmischen. So. Hier hinten kann man es schön ausprobieren, wie funktioniert das. Die Farben funktionieren auch alle ein bisschen anders. Mal so ein bisschen erst im Hintergrund. Können Sie sich Ihrer Sache sicher sein. Oder werden. Machen wir mal so. Nach dieser Runde geht es dann mit Öl weiter. Aber dann muss auch wirklich das Bild schon fertig sein im Prinzip. Sie müssen unbedingt bis zu Ende dranbleiben, damit Sie sehen, was am Ende daraus wird. Das verändert sich nochmal ganz, ganz, ganz arg. Diese Situation müssen Sie auch aushalten können, wenn Sie ein Bild nicht leiden mögen. Einfach weitermachen. Farbe drin. Finger sind natürlich auch erlaubt. Man kann sich noch wesentlich länger damit aufhalten, würde ich jetzt alleine in meinem Atelier, was ich übrigens in Oldenburg habe, Atelier Martha im Hackenweg. Wenn ich dort arbeite, dann brauche ich
mehr Zeit und lass mir mehr Zeit und versuch, komm in einen Malflow, dass ich auch immer hoffe, wo sie reinkommen, sich auf die Dinge konzentrieren und die Gedanken schweifen lassen, Zeit vergehen lassen und irgendwann auch sich vielleicht sogar erschrecken, wie viele Stunden denn vergangen sind. Das ist wirklich Erholung pur. Das müssen Sie unbedingt ausprobieren. Mit dieser Technik brauchen Sie nun nicht viel. Viele Farben, 3 Acrylfarben, 1 Ölfarbe. Jetzt werde ich nochmal föhnen. Das ist die letzte Schicht, die nochmal trocken werden soll. Und dann fange ich mit der Ölfarbe an. Meine Herren, ist das bunt. Wahl der Qual, wenn Sie nun nur eine Ölfarbe kaufen wollen, dann versuchen wir das mal mit Umbra gebrannt. Umbra gebrannt nehme ich. Muss trocken sein. Ölfarbe weg. Denken Sie daran. Jetzt keine Acrylfarbe weg. Keine Acrylfarbe mehr. Jetzt habe ich Leinöl. Das nehme ich mir als Hilfsmittel. Leinenöl. Jetzt könnten Sie das von zu Hause nehmen. Das aus dem Kunsthandwerkhandel. Kunsthandwerk oder Kunstbedarfshandel. Das ist natürlich speziell gereinigt und dafür gedacht. Leinenöl. Das habe ich mir hier jetzt gerade mal eben in so ein kleines Döschen abgefüllt. Ich bin hier ja nicht in meinem Atelier. Da hätte ich Sie gerne zu eingeladen, aber dann kann man natürlich auch noch mal irgendwas anderes zeigen. Aber das Video soll ja hier in der VHS gezeigt werden, gefilmt werden. Jetzt muss ich mir noch einen Pinsel. So, ich nehme mal diesen hier. Ja, Ihre Pinselpflege. Die brauchen zwischendurch auch mal eine gute Pflege. Und das habe ich gerade gemacht, weil die bei mir die ganze Zeit nicht gepflegt worden sind. Und ich wollte einigermaßen saubere Pinsel hier mit erbringen. Die haben gerade eine Ölmaske bekommen. Das heißt mit Ölseife. Olivenölseife gewaschen. Dann wollen wir mal gucken, ob das geht, was ich jetzt vorhabe. Also, eine Ölfarbe und ich verdünne das. Das muss man auch nicht. Man braucht noch nicht mal Leinöl. Ich mache das jetzt, um ein bisschen schneller zu sein. Ah, und übermale alles. Es wird einfach alles stumpf übermalt. Es kann weg. Jetzt setzen wir mal eben den Filter auf, wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, mit der Sonnenbrille. Ja, das setzen wir jetzt hier mal aufs Bild.
Oh, ist Ölfarbe nicht toll? Transparent. Ich kann sie natürlich auch dick auftragen, aber das kann man auch. Aber diese lasierende Technik finde ich so wunderbar. So schön. So. Jetzt nehme ich mir nochmal einen kleinen Pinsel. Ich habe ja so ein paar zur Auswahl mitgebracht. Vielleicht geht dieser schon. Ich fange doch nochmal anders an. Genau, hier die Vorlage, die habe ich hier. Kann ich auch nochmal drauf gucken. So, das ist das Schöne an Öl in diesem Moment. Ich kann es wieder runternehmen. Setzen Sie Helligkeit rein und Dunkelheit. Entscheiden Sie, wo ist es hell, wo ist es dunkel. Das ist das, was man jetzt machen muss an dieser Stelle. Es ist auch Ihre Entscheidung, wie Sie den Hintergrund gestalten wollen. Vielleicht wollen Sie den einfach so lassen oder noch dunkler machen. Ich kriege gleich die Idee, ich habe ja noch ein paar Farben mitgebracht. Ich würde es gerne schwarz machen. Und ich möchte das gerne dann auch immer ziemlich schnell sehen, wie das aussehen kann. Das heißt, ich würde das jetzt auch direkt machen. Beziehungsweise nochmal einen ganz kurzen. Also ich nehme jetzt noch schwarz in Ölfarbe dazu. Ich mache mir mal eine kleine Mischung hier aus schwarz und
Umbra gebrannt. Ich muss jetzt noch mal eben einmal so ein bisschen das Auge gestalten. Nicht der richtige Pinsel im Einsatz. Noch mal kurz zur Nase. Ich werde die Nasenlöcher noch mal ein bisschen hervorheben. Mund. Ein bisschen Umbra. Am schönsten ist das Ganze an der Staffelei zu malen. Das mache ich jetzt nicht, damit wir nicht nochmal umbauen müssen, obwohl ich mir eine Staffelei hingestellt habe. Aber um auch immer gut gucken zu können, das ist ganz wichtig, müssen Sie sich das Bild auch immer wieder auf der Entfernung, von der Entfernung betrachten. Aber dieses soll nur ein Lehrvideo sein. Ich will jetzt hier kein super Bild produzieren, sondern nur zeigen, wie es geht. So, ich mache mal den Hintergrund schwarz. Das heißt, ich drehe das Bild mal so, dass ich gut malen kann. Sie können jede andere Farbe auch nehmen. Ich kann auch blaue Lasur nehmen, grüne Hintergründe, so wie Ihnen das gefällt. Oder
Hier sieht man jetzt noch den Hintergrund, den wir da vorher aufgetragen haben. Es bleibt immer stehen. So. Ich würde ganz in Ruhe jedes Detail jetzt nochmal anschauen und gucken, wo ich noch was brauche. So, es ist jetzt natürlich der Riesenunterschied, ob ich mit Weiß male und das Weiß wirklich als Material oben drauf setze oder ob das Weiß, wie in diesem Fall, von innen aus dem Bild herauskommt. Die Helligkeit kommt aus dem Bild. Helligkeit wird nicht als Material, als Farbe Weiß oben drauf gesetzt. Lassen Sie sich Zeit bei der Ausarbeitung. Ich werde das gleich beenden. Ich denke, Sie haben genug gesehen, um zu verstehen, was ich meine, wie es funktionieren kann. Malen ohne Weiß in Lasurtechnik. Vertreiben Sie schön die Übergänge. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Können auch noch mal wieder Farbe aufnehmen. Nehmen Sie sie drauf oder nehmen Sie wieder runter. Meine Kurse, die ich gebe, die finden in den wunderbaren Kunstwerkstätten der VHS statt, im Brookweg. Eine wunderbare Halle. Sie haben dort ganz, ganz tolle Staffeleien, viel Platz und viel Licht. Die ganze Halle hat auf der einen Seite tatsächlich nur Fenster.
sind da unter uns und es macht dort richtig, richtig Spaß im Beruflich. Ich bin ganz, ganz zufrieden mit den Räumen. Ein leichter Silberblick, den würde man natürlich jetzt auch wegarbeiten können, aber... Ich glaube, wir lassen das so. Und ich zeige Ihnen nochmal, was man jetzt machen kann. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich nehme einfach nur ein Stück Stoff hier, ein Stück Leinwand, was Sie bei mir auch kriegen können. Ich kann Ihnen auch bei mir zeigen, in der VHS-Werkstatt, wie man einen Keilrahmen baut. Den habe ich auch. Und den man vielleicht auch zuerst bauen. Man kann das aber jetzt auch draufziehen, das ist auch kein Problem. Man kann sich jetzt aber auch einen schönen Rahmen kaufen und das auf dem Rahmen in einen Rahmen oder einen Rahmen, man kann das auch rahmen lassen. Und das zeige ich mal, ich habe mal einen Rahmen mitgebracht. Wie man das machen kann. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr nass, das Bild. Wir belassen das jetzt mal so. Ich habe jetzt hier so einen Rahmen, der natürlich auch einen Rückteil hat. Das würde man genau zuschneiden auf diese Größe. Liegt das da drauf. So, in dieser Größe. Und dann kann man das einrahmen. Das wertet das natürlich gleich ganz schnell auf. Das war übrigens meine Vorlage. So sieht das aus. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Versuchen Sie es, probieren Sie es aus. Und wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich beim Kurs an. Tschüss!